In Köln hat heute die Fotokina begonnen, die weltweit größte Messe für Foto und Video. Bis zum 23. September zeigen mehr als 1600 Aussteller aus 45 Ländern ihre Produkte. Mit einer winzigen Kassette eine Stunde lang aufzeichnen. Das kann die derzeit kleinste Videokamera der Welt. 4000 Mark kostet sie. Sie ist aber gleichzeitig auch Wiedergabe- und Schnittgerät. Damit liegt sie im Trend der diesjährigen Fotokina. Immer kleinere und raffiniertere Geräte werden angeboten. Vielfältig ist auch das Angebot an digitalen Fotoapparaten, deren Bilder im Computer verarbeitet werden. In der Qualität sind sie noch keine Konkurrenz zur klassischen Fotografie, die allerdings ohne Elektronik auch nicht auskommt. Die klassische Fotografie ist im Übergang in die Elektronik mit verbunden und in den Laborbetrieben wird schon seit vielen Jahren mit Elektronik Bild weiterbearbeitet. Das ist nichts Neues für die Fotografie und Sie sehen es hier auf der Fotokina. Die großen Firmen der Fotoindustrie sind auch die großen Firmen der digitalen Fotografie. Ein Beispiel hierfür ist das neue Advanced Photo System, kurz APS genannt. Es arbeitet mit neuen, kompakten Filmen und ermöglicht kleinere Kameras. Wichtige Informationen für die Laborarbeit sind bereits auf einem Magnetstreifen elektronisch gespeichert. Allerdings sind Filme und Bearbeitung noch teurer als beim alten Kleinbildfilm. Die fotografische Industrie rechnet bis zum Jahre 2000 mit einem Marktanteil von 20% für APS. Das alte Format ist noch lange nicht tot. Neuentwicklungen und neue Anwendungsgebiete sind die Chance für die Branche, die allein in Deutschland im letzten Jahr 14 Milliarden Mark umsetzte. Und man ist auf Wachstumskurs, trotz Ebbe in den Kassen vieler Kunden.